Liebe Begrüßungsphrase und willkommen auf dem besten Channel auf YouTube. Es ist mal wieder höchste Zeit, dass ich auch mal ein solches Video wieder mache. Da habt ihr ja sowieso Bock drauf, denke ich mir einfach mal. Und wenn nicht, mache ich es trotzdem. Haha. Und das habe ich ja auch angekündigt. Es wird diesmal ein bisschen rantiger. Der Grund dafür mag auch sein, dass ich das zweite Mal innerhalb von 50 Tagen krank bin, was ich von mir nicht kenne, was mich ein bisschen aufregt. Aber das ist nicht Grund, warum ich dieses Video mache. Ah, schön den Ingwer von der Mitbewohnerin wegschlürfen. Der Grund sind die Aufrufzahlen. Bla bla bla, oh, der beschwert sich schon wieder, aber ich will mich gar nicht zu sehr über gewisse Dinge beschweren, weil, ha, jetzt haben wir mal umgeschaltet. Es gibt natürlich gute Gründe, warum es stagnierende oder mangelnde oder zurückgehende Aufrufzahlen gibt. Das ist völlig legitim. Man sieht das hier auf Nostera Fakt natürlich zurückgehen. Man sieht es auch auf dem Hauptkanal stagnieren oder zurückgehen. Und da gibt es, wie gesagt, völlig legitime Gründe, wie zum Beispiel, dass einfach keine guten Videos kommen. Oder dass die Relevanz zurückgeht, dass man sagt, ah, okay, Pranks sind heute nicht mehr das, was sie mal waren oder interessiert mich halt nicht, ich habe jetzt so viele Jahre Pranks gesehen, muss ich jetzt nicht noch weiter haben. Dass die Leute dann sagen, okay, gucke ich mir jetzt nicht mehr an. Dass es ein alter Kanal ist, dass die Leute einfach mit der Zeit so irgendwie Interesse verlieren oder dass die Zuschauer älter werden und irgendwie der Humor sich ändert. Alles legitime Sachen, auch vielleicht, dass eine gewisse Regelmäßigkeit den Leuten vielleicht lieb wäre. All das ist okay. Oder das Thumbnail, dass das Thumbnail nicht ordentlich gemacht ist und dass es da aufgrund von der Schwemme an Videos in der Abo-Box, Let's Player laden am Tag 10 Videos hoch und so, dass das da einfach untergeht. Alles legitim, sage ich nichts. Aber es kann, bei vielen Sachen kann ich es entweder auseinandernehmen oder sagen, ey, keine guten Videos. Das würde sich für mich noch besser anfühlen, wenn nicht das Feedback unter allen unserer Videos immer wäre, oh, geil, 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 übelst geil, bester Kanal, super geile Videos und so. Kann man ja nachlesen. Dadurch fühlt sich das besonders schlecht an, dass die Aufrufzahlen zurückgehen. An sich sind mir die wirklich egal, dass ich da sage, oh, ich muss jetzt erfolgreich werden oder sowas. Aber solange das Patreon-Ziel von $555 im Monat noch nicht erreicht ist, ist man halt irgendwie ein bisschen darauf angewiesen, auch was Product Placements angeht, macht das einfach mehr Sinn, wenn man eine gewisse Aufrufzahl zu verbuchen hat. Und was der ganzen Sache am meisten entgegenschlägt, ist mein lieber Freund, der gute Algorithmus. Der wurde ja schon an vieler Stelle angesprochen, aber mir sind in den letzten Tagen solche Dinge passiert, wo ich mir echt sage, muss denn diese Scheiße sein? Ich kann das einfach mal zeigen. Ich bin hier oben angemeldet mit meinem eigenen Account und empfohlenes Video, ein Video meines eigenen Kanals. Was soll das? So, okay. Kann passieren, kann man sich sagen, oh, der Algorithmus, der ist ja so geil, der zeigt sogar mir Sachen an. Haben wir natürlich noch ein Beispiel davon. Und zwar eins, das ich auf Twitter gepostet habe. Wundervoll, man sieht hier oben auch, ich bin angemeldet. Mir wird wieder ein Video von meinem eigenen Kanal vorgeschlagen. Und unten drunter steht, gefällt dir Nosterafe TV? Dann abonnier doch. Und irgendwie konnte ich diesen Knopf leider nicht betätigen. Sehr seltsam. Wie gesagt, an sich, wenn man sich so denkt, oh, das ist ja ganz geil, wenn der Algorithmus so funktioniert, dass er den Kanal irgendwie Leuten vorschlägt, super nice. Aber dann stolpert man über solche Kommentare. Oh je, sehe das Video jetzt erst, weil es mir nicht angezeigt wurde, trotz dass ich die Glocke aktiviert habe. Aktiviert doch die Glocke, wenn es was bringt. Sehr tolles und gelungenes Video. Hut ab. So, und dann haben wir den Kollegen Bo freaking Dallas. Ich kann es verstehen, lieber YouTube-Algorithmus, liebes YouTube, was ihr auch euch dabei gedacht habt. Ich kann es absolut verstehen, wenn Leute irgendwie die letzten 10 Videos nicht angeguckt haben und da kein Interesse dran haben. Aber Bo freaking Dallas, und das kann ich hier auch beweisen, ist ein richtig geiler Typ. Wenn wir nämlich mal in die Community-Funktion gehen und seinen Namen suchen, dann sehen wir, dass dieser Kollege jedes einzelne fucking Video am Kommentieren ist, demzufolge auch anklickt, schaut, was weiß ich. Also jede Voraussetzung ist erfüllt, dass man sagen würde, das ist ein Abonnent, der wirklich daran interessiert ist, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Warum bekommen solche Leute nicht das Video angezeigt? Das ist einfach Bullshit. Also, was kann man dagegen tun? Man kann dem Algorithmus in den Arsch kriechen auf verschiedene Arten und Weisen, dass ich jetzt wirklich hinter jedem Video, was ich nie machen wollte, sage, ah, bitte like doch, bitte teilt doch, bitte favorisiert doch, bitte tut das in irgendeine Playlist rein, bitte schickt es an eure Oma, bitte teilt es auf Twitter, bitte teilt es auf Facebook, bla 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 bla, Alter, habe ich keinen Bock drauf. Aber das würde vielleicht dafür sorgen, dass irgendwie der Algorithmus denkt, oh, da ist viel Interaktion, los geht's, da pushen wir den Scheiß doch mal. Eine andere Überlegung war tatsächlich, ob ich einen neuen Kanal mache,
Und einfach mal so das grobe, den groben Test. Aha, da ist ein neuer Kanal, der hat von 0 auf 100 2.000, 3.000 Abonnenten. Der heißt Nosferatu TV. Oh, was ist denn da los? Den pushen wir doch mal überall. Aber das kann es eigentlich auch nicht sein, dass man genauso weitermacht wie vorher und plötzlich läuft es besser, weil es ein neuer Kanal ist. Und auch das Risiko will ich eigentlich nicht eingehen, um da Leute irgendwie zu sagen, nee, hier kommt jetzt nichts mehr und dann neuer Kanal und dann funktioniert es vielleicht doch nicht, was weiß ich. Die Leute sagen auch immer wieder, ich kann gerne mehr Clickbait machen und so. Habe ich auch keinen Bock drauf. Aber irgendetwas muss ich ändern, weil das hier, ich meine, wir haben 230.000, ich habe es ja schon wieder, ich weiß nicht, ob es gerade aus oder an ist. Ich will es gar nicht sehen, wie viele Abonnenten und dann die Aufrufzahlen. Wie gesagt, scheiß auf Aufrufe, aber hinterher dann zu hören, oh, das Video haben wir nicht gesehen, das Video haben wir nicht gesehen, das ist einfach nur scheiße. Es fühlt sich einfach richtig kacke an. Erst recht, wenn man eine gewisse Abhängigkeit davon hat. Und auf dieser Ebene noch ein letztes Mal vielleicht mit Nachdruck hingewiesen, wenn ihr irgendwie hier und da einen Dollar oder einen Euro entbehren könnt, schaut doch mal bei Patreon vorbei, weil ich weiß, dass ich wesentlich entspannter bin, wenn zumindest diese erste Goal erreicht ist. Ich bin jedem dankbar, der schon was gibt und ich fühle mich super schlecht da irgendwie da. Also wer eh schon was gibt, bitte nicht noch mehr Druck oder so, aber vielleicht ist einer dabei, der sich bis jetzt oder der es nicht konnte oder was weiß ich und der sich jetzt denkt, okay, so ein Dollar im Monat oder was weiß ich, kostet ja nichts. Naja, gut. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch weiter dazu sagen soll. Wir können ja gerne in den Kommentaren weiter diskutieren. Ich auch immer alle lese und beherze und so. Deswegen danke für alle, die das gucken. Ihr seid ja eh nicht das Problem. Überhaupt sind Zuschauer nicht das Problem. Aber es fühlt sich einfach schäbig an. Und es nimmt ein bisschen die Freude daran. Das muss ich jetzt einfach mal so ehrlich sagen, wie es ist. Aber irgendwie wird das schon funktionieren. Also, schickt das Video alle an eure Oma. Ne, macht das am besten. Ich hoffe, dass ich es schaffe, bis zum Release von Deadpool das Video fertig zu haben. Da ich jetzt krank bin, wird das vielleicht ein bisschen eng. Aber wenn das Video rauskommt, das könnt ihr richtig schön auf Reddit und überall und dann geht das viral. Ich glaube, das wird ganz geil, aber wenn es scheiße wird, müsst ihr das natürlich nicht machen, wenn ihr nicht dahinter steht. Wie dem auch sei, lasst uns gerne in den Kommentaren diskutieren und sagt mir, was ihr von diesem Setup haltet. Und ich habe Bock, das öfter so zu machen, glaube ich. Na gut, peace, gell? Thank you.